Von Adenauer über Brandt bis Genscher. Deutsche Außenpolitik war immer eins: verlässlich. Zuerst der Westen und später auch der Osten. Wir waren immer sichere Bündnispartner. Nun treffen die Deutschen einsame Entscheidungen. Die Partner sind höchst irritiert. Deutsche Außenpolitik, vom Musterknaben zum Sorgenkind. Ja, sie hat es wirklich nicht leicht, die deutsche Außenpolitik. Attackiert und kritisiert von außen wie von innen. Alles nur ein Problem Westerwelle oder liegen die Gründe tiefer? Darüber, liebe Zuschauer, wollen wir heute reden in der Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Gäste heute sind Heather Delisle, Journalistin aus den USA, beschäftigt bei der Deutschen Welle. Bei uns ist Professor Thomas Jäger, Politikwissenschaftler der Universität Köln. Zu Gast ist außerdem Bernhard Zandt. Sie sind stellvertretender Leiter des Auslandressorts des Spiegel, zwar auch für diese Zeitschrift jahrelang Nahostkorrespondent gewesen. Und schließlich bei uns der Kollege Thomas Nehls vom Westdeutschen Rundfunk, Hauptstadtkorrespondent hier in Berlin mit den Schwerpunkten Außen- und Sicherheitspolitik. Herr Zandt, lassen Sie uns doch gleich mal den Finger in die Wunde legen. Ist die deutsche Außenpolitik in erster Linie ein Problem Westerwelle? Im Moment scheint es so. Die Wirkung der Auftritt, den Westerwelle nach der Libyen-Enthaltung Deutschlands entfaltet hat, ist, glaube ich, das Problem, das uns im Moment am meisten umtreibt. Und die Wirkung ist in der Tat schlecht. Sie ist nach innen schlecht. Sie verunsichert nach außen. Ich kann nicht erkennen, dass die deutsche Außenpolitik über diesen Sturm, der im Moment gerade tobt, hinaus ganz grundsätzliche Verunsicherung bei den Bündnispartnern, ja selbst bei den Nicht-Bündnispartnern Deutschlands auslöst. Frau Delisle, ein Politiker, ein Amtsinhaber, der mehr Mitleid erregt als Sympathie, wäre denn in den USA überhaupt denkbar? Ich glaube nicht, dass Herr Westerwelle in den USA so lange überlebt hätte, wie er das jetzt politisch in Deutschland geschafft hat. Zumal bei uns auch die Außenpolitik ein anderes Gewicht hat, glaube ich, als das in Deutschland. Besonders wenn wir uns jetzt die Libyen-Frage angucken, eine Enthaltung Amerikas in so einer Frage ist einfach überhaupt nicht denkbar. Also die Sachen, die er sich hier geleistet hat, hätte er sich bei uns nicht leisten können, ganz klar. Da wäre er weg gewesen. Nils, Sie haben in einem Hörfunkkommentar vorgestern davon gesprochen, diese Kritik und diese massiven Angriffe auf den Außenminister, das sei auch pure Heuchelei. Es gibt ja nicht so viele Verteidiger der Politik und der Person des Außenministers. Nun habe ich mich nicht in erster Linie beschäftigt mit der Aussage, die ist ja übrigens auch schon ziemlich alt, also das ist 6 Monate her, dieses Votum Deutschlands im Sicherheitsrat. Eigenartig, dass ich ein halbes Jahr lang kaum jemand aufrichte, nur jetzt also aus vollen Rohren geschossen wird auf Westerwelle. Da fragt man sich doch, ist es tatsächlich ein außenpolitisches Feuer, das da eröffnet wurde, eine außenpolitische Kontroverse oder kommt nicht vieles? Und das meinte ich mit Heuchelei doch aus der Partei. Und meint wirklich die Person und die ja nun nicht gerade als Sympathieträger verschriene Person Westerwelle. Möglicherweise sucht man jetzt schon einen Buhmann für kommende Wahlverluste. Mecklenburg, Berlin etc. stehen vor der Tür. Es wird da wirklich ziemlich viel mit Nebelkerzen geworfen. Ganz kurz nur zu Amerika. Da wird sowieso ja alles dem Präsidenten angelastet. Da frage ich mich hier, warum wird eigentlich, wenn jemand die Entscheidung für falsch hält, in Libyen nicht dabei sein zu wollen, warum wird nicht Frau Merkel an den Pranger gestellt? Oder wusste die das etwa nicht? Na, das soll man doch nicht annehmen. Wenn ich mich da richtig erinnere, waren ja das nicht die beiden einzigen, die für Zurückhaltung und gegen einen Kampfeinsatz in Libyen waren. Herr Professor Jäger, in einer großen süddeutschen Tageszeitung war gestern zu lesen, auswärtiges Ämtchen
Überschrift. Es ging darum, dass die Außenpolitik eigentlich einen Bedeutungsverlust erlitten hat in den letzten 20 Jahren, also seit dem Ost-West-Konflikt. Heute in einer globalisierten Welt, da geht es um einen globalen Krisenmechanismus. Dass die Außenpolitik ist eigentlich das Revier der Regierungs- und Staatschefs, also bei uns der Bundeskanzlerin, die dominieren auch diese Gipfeltreffen, wo, wenn überhaupt, noch die Finanzminister aus nachvollziehbaren Gründen zugelassen sind. Ist die klassische Außenpolitik, wie wir sie kennen, auf dem Rückzug? Naja, also die Charakterisierung ist völlig falsch. Das ist das Erste. Denn es ist so, dass die Welt eben immer globaler wird, wenn man das so will, und mit dem Prozess der Globalisierung beschreibt, dass Gesellschaften sich miteinander vernetzen, dass sie, dass bestimmte Entwicklungen in bestimmten Gesellschaften Auswirkungen haben, die es früher eben nicht gab. Das führt ja nur dazu, dass Außenpolitik im klassischen Sinne eben ersetzt wird durch eine Politik, die von der Finanzpolitik über die Wirtschaftspolitik, über die Umweltpolitik, viele andere Bereiche auch internationalisiert, dass man da miteinander verhandeln muss, in Gespräche kommen muss. Insofern wird die Außenpolitik wichtiger. Denn ein Staat muss nach außen eben auch geschlossen auftreten. Das heißt, man muss entsprechend strategisch vorgehen im internationalen Bereich. Er muss sich überlegen, mit welchen Rollen er agiert. Also das Gegenteil von dem, was hier scheinbar geschrieben wurde in dieser wichtigen süddeutschen Zeitung, nämlich dass die Außenpolitik unwichtiger wird, ist der Fall. Sie wird wichtiger. Ja gut, die Frage ist, ob sie noch im Rahmen des Auswärtigen Amtes sozusagen... Aber natürlich, denn die Koordinierungsleistungen sind doch erheblich. Ich meine, das erleben wir doch in einer ganzen Reihe von auch akuten Krisen. Nehmen wir den Fall Afghanistan. Da sind unterschiedliche Ministerien beteiligt. Die müssen miteinander in eine kohärente Handlung geführt werden. Das ist nichts, was von alleine geschieht. Lass uns vielleicht noch mal, Anlass der Sendung ist ja jetzt die Diskussion um Westerwelle und um Libyen, noch mal auf dieses Thema zurückkommen, während der Bundesaußenminister ums politische Überleben kämpft. Herr Zandt, war diese Reaktion, auch das Verhalten der deutschen Politik, die Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat, die ja nicht nur die Kanzlerin zunächst mal diese Enthaltung gut fand, auch die Oppositionsparteien waren ja gegen militärisches Engagement in Libyen. War das aus heutiger Sicht angemessen? Ich glaube, es ist die Reaktion und der Zorn und die Wut über die Art und Weise, wie Westerwelle heute diese Entscheidung von damals verteidigt, die ist absolut angemessen. Und ich finde, das kann man eigentlich nicht scharf genug kritisieren, denn das ist einfach unlogisch. Die Entscheidung selber, glaube ich, sollte man davon trennen. Es war ja nicht nur Herr Westerwelle und Frau Merkel und auch Herr de Maizière und andere, übrigens auch die deutsche Bevölkerung zu großen Teilen für diese Entscheidung. Es war beispielsweise, da würde ich auf die USA kommen, ein gestandener amerikanischer Sicherheitspolitiker wie der damalige Verteidigungsminister Robert Gates gegen den Eingriff in Libyen. Diese Entscheidung, finde ich, war damals ehrenwert. Und viele, die den Irak miterlebt haben, hatten gute Gründe, so zu entscheiden. Es ist sehr interessant, dass Sie sagen, dass ein halbes Jahr tatsächlich nicht darüber geredet wurde. Und wenn wir ehrlich sind, als es vorübergehend aussah, dass dieses PAD ewig dauern könnte, dass das noch blutiger wird, ist es, glaube ich, nur 14 Tage her. Da haben wir uns noch darüber aufgeregt, dass möglicherweise 11 Deutsche an der Zielfindung, am Targeting in Libyen da sind. Herr Ströbele, das wurde skandalisiert. Ich will es noch einmal sagen, die Entscheidung selber ist etwas, ehrenwert war, was man so entscheiden konnte. Es ist handwerklich immer noch schlecht gemacht worden. Aber die Vereinigten Staaten fanden das doch nicht so ehrenwert, diese Entscheidung. Und ich glaube auch, die europäischen Verbündeten fanden das auch nicht so ehrenwert. Obwohl die Mehrzahl der NATO-Mitglieder da auch nicht mitgemacht hat. Es ist eine ganz klar berechtigte, man kann das auch nicht mit dem Irak vergleichen, weil das war eine ganz klar berechtigter Einsatz. Und die deutsche Hilfe wäre auch sehr hilfreich gewesen in dem Fall. Im Grunde genommen haben die Deutschen gesagt, nein, wir enthalten uns, wir stimmen jetzt nicht dafür. Wir stehen nicht Hand in Hand mit Europa, sondern machen das, was wir wollen. Und Amerika war zutiefst enttäuscht davon.
Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht von Amerikas mangelnder Einsatz in dieser Libyen-Frage. Das meiste wurde ja von den Franzosen und den Briten übernommen. Aber das ist verwirrend. Und das bestätigt aber auch das Verhalten von Präsident Obama, der zum Beispiel bei einer Europareise sagt, nein, in Deutschland werde ich nicht anhalten und ich werde das Land nicht besuchen, weil dieses Land für Amerika einfach an Bedeutung verloren hat. Haben die Deutschen wirklich da so am Zaun gelümmelt mit den Händen in der Hosentasche nach dem Motto, jetzt guck mal, was passiert? Den Eindruck habe ich nicht auf zwei Reisen nach diesem Votum in Amerika. Also ich war einmal mit de Maizière, dem Verteidigungsminister dort, und das andere Mal mit der Kanzlerin persönlich, als sie die Freedom Medal überreicht bekam. Nun gut, das ist kein Anlass, auf die deutsche Politik zu schimpfen, da ist man höflich. Aber man hat ja so seine Quellen. Es hat niemand sich echauffiert. Kann natürlich sein, dass ich die falschen Gesprächspartner hatte. Aber es ist ja gerade von Herrn Zandt darauf hingewiesen worden, dass Amerika auch zögerlich war zu Beginn. Und ich finde, es ist mehr als legitim, mit einem solchen Votum auch zum Ausdruck zu bringen, nicht wir sind alles Pazifisten, aber wir wollen keine Militarisierung der Außenpolitik, sondern behutsam vorgehen. Und was mich vor allen Dingen immer noch umtreibt, ist, dass das, was die NATO dort macht, okay, sie hat natürlich so manchen Rebellen gerettet, das stimmt, aber in erster Linie weit übers Ziel hinausgeschossen dessen, was in der Resolution 1973 steht. Da steht drin, den Luftraum freizuhalten, zum Beispiel am Beginn über Benghazi, damit also nicht wirklich ein Massenmord an Zivilisten da stattfindet, beziehungsweise an Aufständischen, und ansonsten eine politische Lösung zu suchen. Nichts davon ist passiert. Es ist wirklich ein Regime-Change, also die Beseitigung Gaddafis versucht worden, auch von der NATO, und das steht nirgendwo geschrieben und hat inzwischen große andere Mächte, Russland, China, Indien, Brasilien, vergrätzt. Ja, war das aber nicht so, dass dieser militärische Einsatz letztendlich die einzige Möglichkeit war, Gaddafi loszuwerden? Ja, natürlich, das war es. Aber Sie haben völlig zu Recht gesagt, die Resolution 1973 ist, wie es heißt, sehr weit interpretiert worden. Das war nicht intendiert. In den Vereinigten Staaten ist in genau 2 Tagen die Entscheidung der Regierung umgekippt worden. Also vor Verabschieden der Resolution konnte die deutsche Außenpolitik noch gut davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten das nicht mit unterstützen. Ein paar Tage weiter zurück waren Großbritannien und Frankreich in der EU isoliert. Und wenn man betrachtet andere Staaten, etwa Italien, die sehr zögerlich mitgemacht haben, oder Polen, die an dem Einsatz nicht mit teilgenommen haben, dann entsteht doch ein viel differenzierteres Bild. Und es ist völlig richtig, wie Sie es angeführt haben, vor ungefähr 14 Tagen ist gesagt worden, die Rebellen zerfallen, sie zerstreiten sich, sie sind nicht in der Lage, eine einheitliche Führung zu machen. Und nach 14 Tagen hat man auf einmal solch eine Dynamik drin. Ich nehme an, wir werden noch eine ganze Reihe darüber erfahren, was in Libyen auf dem Boden passiert ist. Wir wissen darüber sehr, sehr wenig. Und dann wird sich das Bild möglicherweise noch mal neu ordnen. Nochmal zu dem deutschen Verhalten in dieser Frage. In Ihrer Zeitschrift im Spiegel hat ja der Vorgänger im Amt, der Vorvorgänger, muss man sagen, ja, Joschka Fischer, ja, das als größtes, also das heißt, das Verhalten, das Abstimmungsverhalten und jetzt auch die Reaktion, die Nachdiskussion als größtes außenpolitisches Debakel seit 1949 bezeichnet. Hat er da übers Ziel selbst hinausgeschossen? Ich würde sagen, das ist klassischer Fischer, wie wir ihn kennen. In einem Punkt, glaube ich, ist ihm recht zu geben. Er hat, also Westerwelle, beziehungsweise die Bundesregierung insgesamt, durch diese Entscheidung und vor allen Dingen durch diesen Nachklapp, worauf ich gerne nochmal komme, also was mich an, oder was, glaube ich, viele an der Geschichte besonders stört, ist die Art und Weise, wie rechthaberisch sozusagen bis zum Schluss und noch gefährlicher mit einem direkten Verweis auf das Aufstreben der Russlands und Chinas als Mächte, an die man sich orientieren müsste. Dieser Zusammenhang war ja nie hergestellt worden bis zur letzten Woche. Dieses ist das Problematische. Mhm. Und der Effekt davon ist in der Tat bedenklich, denn er verengt natürlich von jetzt an den Spielraum, den außenpolitischen Spielraum der Bundesregierung. Nehmen wir an, es gibt, und die Fälle stehen eigentlich an, die Entscheidung über die Aufnahme Palästinas in den UNO-Sicherheitsrat. Syrien ist etwas, was uns bald wieder auf ähnlicher Ebene wie Libyen beschäftigen wird. Bei all diesen Maßnahmen, bei all diesen Beschlüssen, die man da fassen wird, wird man
sehr auf Deutschland schauen und schauen, wie werden sie sich denn jetzt stellen? Und, sie werden sich eher solider stellen müssen. Sie haben mit anderen Worten dadurch ihren Spielraum eingeschränkt. Ja, ich glaube, das Problem aus amerikanischer Sicht zumindest ist, dass die Deutschen unberechenbar geworden sind. Wir können nicht mehr voraussagen, wie sie abstimmen wollen. Und das ist ja eine Sache zu sagen, wir zögern etwas oder wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Einsatz richtig ist, aber dann einfach die Stimme zu enthalten, ist ja eine ganz andere Sache. Ne? Und da sind die Deutschen, haben die Deutschen einen unberechenbaren Schritt gemacht. Nee, darf ich in dem Punkt widersprechen? Wir hatten gerade diese Woche einen namhaften US-Außenpolitiker bei uns zu Gast, den ich genau darauf ansprach. Habt ihr das Gefühl, die Deutschen sind unberechenbar geworden? Er sagte, hängt es niedriger. Vor 8 Jahren haben wir uns getäuscht, katastrophal getäuscht im Irak. Ihr und die Franzosen hattet recht. Diesmal hatten die Franzosen und die Briten und wir recht. Und ihr hattet ein bisschen Unrecht. Im Übrigen ist es ein ganz kurzer Zeitraum, auf den wir im Augenblick unsere Beobachtungen beziehen. Also es ist in der Tat, letzte Woche ist Tripoli gefallen. Ich glaube, das Ding ist noch nicht ausgestanden. Wir wünschen uns und hoffen, dass die libysche Szene sich beruhigt. Das wissen wir aber noch nicht. Also auch diesen Aspekt gibt es und diesen Gesichtspunkt gibt es in den USA. Dinge, Amplituden schlagen aus. Was ist so schlimm daran, speziell Frau Delisle, dass im Sicherheitsrat mal nicht nach Blöcken abgestimmt wird? Es wird ja immer wieder beklagt von denen, die eine UNO-Reform haben wollen, dass da ein Stillstand insofern nach wie vor herrscht, als abgestimmt wird wie in der Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass da der Westen, die Blockfreien und der Osten eben unter sich sind. Jetzt ist das zum Beispiel nicht das erste Mal, auch bei anderen Gelegenheiten aufgebrochen worden. Was ist das Schlimme daran? Und der zweite Punkt, ich will jetzt wirklich Herrn Westerwelle nicht prophetische Fähigkeiten nachsagen, obwohl er sie vielleicht hat. Also mindestens analytische Begabung kann man ja schon bei ihm und seinen Männern und Frauen da im Auswärtigen Amt erkennen. Denn ein wirkliches Debakel, von dem Fischer sprach, aber was anderes meinte, ist inzwischen in Syrien zu erkennen. Ja. Weil alles aus dem Ruder gelaufen ist in Libyen, werden die Vetomächte China und Russland in keiner Weise in Syrien aber auch nur eine kleine Verurteilung zulassen, geschweige denn militärische Maßnahmen, und andere der 15 Mitglieder im Sicherheitsrat auch nicht. Also okay, man kann jetzt sagen, nach der Devise fast der Zweck heiligt die Mittel, es ist wohl auch, ich bleibe bei dem auch, dem NATO-Einsatz zu verdanken, dass es dem Ende zugeht in Libyen mit dem Gaddafi-Regime, aber in Syrien tut sich umso weniger. Aber da wird mit zweierlei Maß gemessen. Sie waren in der Region ja Korrespondent gewesen, sagte ich am Anfang. Wieso ist das undenkbar, dass man Syrien, wo ja möglicherweise mindestens genau solche Untaten der Führungselite gegen das Volk passieren, warum tut man sich da so schwer? Es ist ein Dilemma. Syrien, nehmen wir so rum. Libyen ist wahrscheinlich einer der einfachsten Fälle im Nahen Osten überhaupt. Es ist ein riesiges Land mit einer sehr kleinen Bevölkerung, unermesslichen Erdölvorräten sozusagen. Das Land ist weder konfessionell gespalten, es hat eine gewisse ethnische Diversität, aber im Grunde ist Libyen sehr einfach gewesen. Syrien, ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, Syrien ist der schwierigste aller Fälle im Nahen Osten. Und gerade Syrien zeigt, dass man eben mit einer Schablone, die man auf all diese Länder anwendet, nicht weiterkommen wird. Das ist ganz offensichtlich. Also gerade Libyen, wir haben wirklich die beiden Extreme, in denen man intervenieren kann, sogar soll, wahrscheinlich sogar musste in Benghazi damals. Mhm. Und wo man sich so lange und so gut überlegen muss, wie nur irgendwo in Syrien. Darf ich noch mal ganz kurz auf Westerwelle zurückgehen, Herr Jäger? Er hat ja im Zuge der Rechtfertigung bei Libyen ja auch gesagt, neue Zeiten, neue Herausforderungen, die erfordern auch neue Partnerschaften, sagte er, sozusagen mit den neuen Kraftzentren in der Welt gemeint, also Indien, China, Russland, Brasilien. Das heißt, wir finden uns in Bündnissen auch mit diesen Ländern dann irgendwann, weil das die neuen Kraftzentren sind, mit denen uns auch gemeinsame Interessen verbinden. Das kann ich nicht erkennen. Deswegen finde ich eines, was Sie gesagt haben, so ganz grundlegend falsch.
Nämlich, man muss die Frage nach dem Bündnis und dem Wert des Bündnisses stellen. Das wird eine Frage sein, die aus diesem Libyen-Einsatz nun wirklich hervorgeht. Dass man darüber debattieren muss, wie viel Solidarität ist notwendig. Und wird das eine Schlussfolgerung sein, dass man dann solidarisch das nächste Mal Entscheidungen mitträgt. Denn es kann natürlich damit überhaupt nicht gemeint sein. Mit diesem Satz, der ja doch mehrfach auch gebraucht wurde, dass jetzt etwa die europäische Einigung oder die transatlantischen Beziehungen, die Beziehungen in der NATO, gleichwertig, gleichgewichtig mit anderen Beziehungen wären. Das ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Aber die Welt hat sich in den letzten 15 Jahren sehr wohl geändert. Wir sehen das daran, dass etwa die G20 inzwischen das wichtige internationale Forum sind und nicht mehr die G8. Und insofern ist das natürlich auch eine Verantwortung, mit den Mächten, die dort sind, sozusagen das Gespräch zu führen. Ich kann nicht erkennen, wie das ja momentan auch hier diskutiert wird, dass es hier eine grundlegende Verschiebung der deutschen Außenpolitik gäbe, als würde man sozusagen eine nationalistische Politik machen. In einer Zeitschrift habe ich heute von der nationalpazifistischen Politik der Bundesrepublik gelesen. Das ist ähnlich wie das Debakel, völlig übers Ziel hinausgeschossen. Das ist überhaupt nicht erkennbar. Die Orientierung an der europäischen Einigung, das transatlantische Verhältnis sind weiterhin das Zentrum für die deutsche Außenpolitik. Und dann kommen natürlich andere gewichtige Beziehungen zu Russland, zu China hinzu. Aber kann man nicht auch, Professor Jäger, gerade weil Sie es sagen oder mich angesprochen haben, kann man nicht auch zu viel Rücksicht nehmen in einem solchen Bündnis? Die NATO ist ja nicht mehr das, was sie mal war, wirklich der Block, der eben gegen den Osten gerichtet war und Artikel 5 auch zu dieser Verteidigung, wenn irgendeiner nur bedroht war oder gar angegriffen wurde, verpflichtet ist. Es ist ja nun wahrlich nicht eine, wie soll ich sagen, die Gemeinschaft der Mitglieder der 28 vergleichbar einer Meißner Porzellansammlung, so zerbrechlich oder dergleichen mehr. Es hat da auch verschiedentlich das ein oder andere Mitglied seiner eigenen Interessen und das drückt sich eben in solchen Fällen auch mal aus. Das ist doch erlaubt. Natürlich, ich gebe Ihnen völlig recht, dass das eine mögliche Position ist, die man einnehmen kann. Man kann genauso die Position einnehmen und sagen, eine Allianz erträgt das Überdauern nicht ständig, dass unterschiedlich abgestimmt wird, dass nur einige der Allianzmitglieder in Einsätze gehen und andere draußen bleiben. Das wären zwei Positionen, die man sozusagen aus diesem Konflikt jetzt herausziehen könnte. Und dann sollte man politisch drüber streiten. Das geschieht ja viel zu wenig in der NATO. Da sind wir uns einig. Das ist im Prinzip das, was jetzt geschehen muss, als eine Lektion, die man aus Libyen gelernt hat. Ist die NATO eigentlich noch ein stabiles Gebilde? Nee. Nein. Wenn es nicht mehr gäbe. Natürlich wird man es vermissen, aber ich glaube nicht angesichts der Ereignisse der letzten paar Jahre, dass die NATO als solches nicht haltbar ist vielleicht das falsche Wort, aber ich frage mich, wie effizient diese Allianz inzwischen ist und wie, wenn man jetzt nicht auf alle Mitglieder zählen kann und nicht davon ausgehen kann, dass hier solidarisch gehandelt wird als eine Organisation, sondern dass die Nationen sich alle einfach um ihren eigenen Zeugs kümmern, dann frage ich mich, wie effektiv und wie wirksam diese Allianz sein kann. Brauchen die USA denn die NATO noch? Ich glaube, wir haben die NATO von Anfang an nicht wirklich gebraucht. Wenn man einfach vom also auch eigentlich weg von Europa. Die USA richtet den Blick nach Westen, wir nach Osten und treffen uns dann irgendwo in Asien wieder. Ja, wahrscheinlich. Ist ja bekanntlich eine Kugel, nachdem China alles aufgekauft hat. Ist die NATO überflüssig? Ich denke, genau das Gegenteil würde ich einschätzen. Die Vereinigten Staaten brauchen zurzeit unter diesem enormen wirtschaftlichen und finanziellen Druck, unter dem sie stehen, die NATO mehr als in den Jahren zuvor. Die Europäer, die jetzt gesehen haben in Libyen, dass sie doch nur begrenzt militärisch handlungsfähig sind, brauchen in den nächsten Jahren die NATO mehr als zuvor. Deswegen glaube ich, dass diese Frage nach der Bündnissolidarität eben politisch wirklich ganz prominent diskutiert werden muss. Und die NATO ist wichtiger geworden durch diesen Einsatz, den sie sehr effektiv geführt hat. Und das ist, glaube ich, nicht jetzt in erster Linie der Präsidentschaft von Obama zu entnehmen, sondern schon bei dem von Ihnen, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr favorisierten George W. Bush. Der hat ja geradezu gebuhlt um Enlargement, um Ausweitung der NATO. Der wollte doch Georgien noch reinhaben und Ukraine als Mitglied etc. etc. Gerade weil dem so ist, gerade weil
Amerika aus nachvollziehbaren Gründen entlastet werden will in diesem Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Und dann muss man aber sich doch auch... Nein, das ist richtig, aber... Das hat nicht funktioniert und deswegen ist jetzt auch vollkommen klar, dass die NATO uns nichts nutzt, wenn wir... Wir haben ja gesehen in Libyen, dass die Briten und die Franzosen versucht haben, zum größten Teil das alleine zu meistern. Amerikas Rolle jetzt in diesem Einsatz war relativ klein. Und das ist ein Schlamassel geworden. Und wenn wir sagen, wir können nicht... Ich widerspreche entschieden. Das ist der eine wirkliche, also nach den 14 vergangenen Tagen, der eine einzige Triumph, der da unten überhaupt erzielt wurde. Es ist das einzige Verfahren, das wirklich im Nahen Osten funktioniert hat. Ich gebe meine salvatorische Klausel hinzu, dass man nicht weiß, wohin es sich entwickelt. Aber man muss anerkennen, dass genau dieses Leading from Behind das Geheimnis war, dass das letztlich zum Erfolg geführt hat. Wäre Amerika dort reingegangen, wie es in den Irak gegangen ist, wir können uns ungefähr vorstellen, wie es auf den arabischen Straßen ausgesehen hätte. Ich würde ausdrücklich widersprechen. Ich finde, gerade in dieser Flexibilität lag der Erfolg dieses Vorgehens. USA waren ja vor allen Dingen Munitionslieferant auch gewesen, weil ja den Europäern mal wieder... Das hat alles viel zu lange gedauert. Gaddafi haben wir immer noch nicht. Wären wir wie normal da reingegangen, dann hätten wir innerhalb von 14 Tagen die Sache abgeschlossen. Dann hätten wir alles platt gebombt. Ja, 3 Wochen nach Bagdad mit bekanntem Ergebnis. Das wäre mindestens eine gute Konjunkturspitze. Man kann doch nicht Irak und Libyen vergleichen. Das sind Äpfel und Birnen. Das sind das zwei komplett mit ganz anderen Voraussetzungen. In dieser Hinsicht kann man es absolut vergleichen. Und das war der Horror und das war die Angst und die berechtigte Angst aller Beteiligten. Und das war der Grund dafür, warum etwa die Arabische Liga, warum das im Grunde eine breite Koalition war, die dort mit hineingegangen ist. Daran, glaube ich, kann man nach Stand der Dinge nicht zweifeln. In der Tat, Gaddafi ist noch nicht gefangen. Das war ein Erfolg, den sich, glaube ich, die Obama-Administration zu Recht anheftet. Sie sagt, wir sind hier in der zweiten Reihe gegangen. In einem ähnlich gelagerten Fall in der Zukunft, wie wird sich Deutschland da verhalten? Also man hat jetzt gesagt, gut, Irak war ein abschreckendes Beispiel, Afghanistan scheint ein Misserfolg zu werden, also lieber nicht mit nach Libyen gehen. Jetzt diese massive Kritik von außen, was lernt man daraus, was lernt die deutsche Außenpolitik dafür für die Zukunft? Also ich glaube, etwas, was die Staaten in Libyen-Vorgehen gelernt haben und deswegen die zentrale Rolle der Vereinigten Staaten in diesem Prozess ist, dass man auf Informationsüberlegenheit setzen muss, denn das ist genau das gewesen, was in den letzten 14 Tagen geschehen ist. Die amerikanischen Dienste haben weit mehr Informationen an die europäischen Verbündeten gegeben und dadurch den Erfolg erst ermöglicht, der sich eingestellt hat. Also es ist eine der ganz zentralen Lasten dieses Krieges von den Vereinigten Staaten getragen worden hinsichtlich Aufklärung, Logistik und so weiter. Und deswegen denke ich, dass die Frage sich eben genau stellt, wie geht man das nächste Mal vor? Es sind ja nun 2 Fälle, in denen die Bundesregierungen gesagt haben, sie tragen das nicht mit. Es ist ja so gewesen, dass unter der Bundesregierung Schröder-Fischer eben gesagt wird, den Irak, da machen wir nicht mit, selbst wenn der UN-Sicherheitsrat das mandatieren wird. Das war die Position damals. Sie ist gut begründet gewesen. Die Position jetzt war auch gut begründet, so wie sie vorgetragen wurde. Und sie war eine Position, die eben im Pentagon gestützt wurde und in vielen anderen Staaten auch. Ich denke, es ist notwendig, daraus die Lehre zu ziehen, jetzt grundsätzlich und im Vorfeld darüber nachzudenken, einen Mechanismus zu entwickeln, eben das nächste Mal nicht unter solchen Zeitdruck zu geraten, das ist der Punkt. Der dann dazu führt, dass innerhalb von wenigen Tagen Entscheidungen übers Knie gebrochen werden müssen, die man möglicherweise auch innenpolitisch nicht mehr absichern kann, wo es Informationsdefizite gibt. Also hier ist sozusagen notwendig, dass sich die Staaten der NATO, der Europäischen Union dahingehend aufstellen, Mechanismen zu entwickeln, wie man in Zukunft solche Dinge in einen geordneten Prozess bringt. Und als Ergänzung, es gab belegbar, man könnte es jetzt ausweiten und erzählen, kaum Konsultationen. Ich habe es hier in Berlin erlebt, mir ein maßgebliches Mitglied, nicht der Außenminister selber, der wird es nicht tun, aus dem Außenministerium sagte, es wusste nicht einmal der französische Europaminister Bescheid. Und da waren möglicherweise die Mirage-Bomber schon am Himmel, weil das auch eine Maßnahme war, die Meister Sarkozy
sich als Denkmal auserkoren hatte und setzen wollte. Und dann natürlich mit Cameron in London und wahrscheinlich natürlich auch mit Amerika unverzichtbar, dann diesen Beschluss herbeiführte. An vielen vorbei, ohne Konsultation. Die wurden dann nachgeholt. Und so etwas muss daneben gehen. Darf ich vielleicht mal eine Behauptung noch aufstellen? Möglicherweise hätte auch etwas mehr Zeit bei der Beschlussfassung in Sachen Libyen die deutsche Bevölkerung nicht in ihrer Mehrheit von einem solchen Einsatz überzeugt. Sie haben es auch vorhin gesagt, da gab es ja genauso wie bei Afghanistan eigentlich eine überwiegende Ablehnung in der Bevölkerung. Hat sich in der Außenpolitik nicht doch etwas geändert, dass es auch immer mehr zur Innenpolitik wird oder jedenfalls innenpolitische Rücksicht nehmen muss, die fast wichtiger sind als die außenpolitische Dimension? Ich glaube, das ist das Fatale in diesem speziellen Fall Westerwelle. Es ist erstens ein Informations- und ich würde sagen Kommunikationsdesaster. Da würde ich auch vor diesem großen Wort nicht zurückschrecken. Also die Verbindung der Libyen-Entscheidung mit dem Heraufwachsen der beiden Mächte, mit denen man da zusammengestimmt hat, kann in dieser Form nichts zu tun haben. Westerwelle hat es aber zusammengebunden. Das ist dieser eine innenpolitische Punkt. Und dann natürlich der Zustand der FDP und das Verhalten Herrn Rösles. Auch da, glaube ich, muss man Zweifel haben an der Kommunikationsstrategie, die dahinter steht, dass man einen Außenminister dermaßen demontiert. Er hat ja gesagt, er hätte quasi jetzt entschieden, die außenpolitischen Leitlinien der FDP und ebenso klar sei Herr Westerwelle dieser Leitlinie gefolgt. Gefolgt, also, ich glaube, das ist das Wort. Ich dachte, die Kanzlerin bestimmt die Richtlinie. Das hat zwar, glaube ich, heute auch noch jemand zum Besten gegeben, aber es ging noch fast unter. Ja. Er muss überall folgen. Mhm. Also offensichtlich ist die FDP in einem schwierigen Zustand und ich glaube, es ist in der Tat für den außenpolitischen Auftritt eines Landes wie Deutschland spielt es eine Rolle, welches Standing ein Außenminister hat. Mhm. Und hier ist es in der Tat so, dass sich diese innenpolitischen Schwierigkeiten, die Kommunikationsschwierigkeiten, eigentlich sind die alle im Stress, hat man das Gefühl, also im Hochstress. Das ist wahrscheinlich so der Politik. Für diesen Status von Guido Westerwelle gibt es ja in Ihrer Muttersprache einen schönen Begriff, Lame Duck. Wie lange hält er sich noch? Lame Duck. Also wenn er jetzt nicht noch vor den Wahlen auf sein Schwert fällt, dann wird er es wahrscheinlich bis zum Ende aushalten. Also ich sehe hier keine... Für mich ist das ein ineffektiver Außenminister, aber ich sehe auch nicht, dass jetzt großer Druck von Merkel kommen wird. Mhm. Sie hat ihn ja schon wieder den Rücken gestärkt. Ich glaube nicht, dass sie ihn aus dem Amt jagt und deswegen wird er das wahrscheinlich überleben. Aber der Schaden für die FDP Das ist auch noch andere Auffassung. Ich meine, vielleicht kann man sich ja sogar als auf den Begriff Pechvogel einigen, wenn man Guido Westerwelle betrachtet, wie lange will die Bundesregierung, die FDP, wie auch die Kanzlerin. Die Kanzlerin, glaube ich, weniger, da bin ich ihrer Meinung. Aber die FDP als Gesamtpartei, wenn Mecklenburg-Vorpommern daneben geht, Berlin auch, braucht ja einen Buhmann. Ja. Also Herr Rösler wird nicht sagen, ich bin's schuld, ich hab's nicht gepackt. Das wäre zu viel verlangt. Aber jemanden muss man ausgucken und das könnte dann Westerwelle sein. Ich sehe anders als Sie es nicht in seiner Amtsführung begründet. Der ist nicht der Größte aller Zeiten. Da gibt es natürlich charismatischere, nicht zuletzt sein Ziehvater Hans-Dietrich Genscher, der nun wirklich in der Rückschau viele überragt, vielleicht nicht alle. Könnte da ein Beispiel sein, war es ihm nicht genug. Aber er ist ja Pechvogel oder ein mögliches Bauernopfer in Kürze. Waren vielleicht die Fußstapfen für ihn auch zu groß? Entsprechend der Vorgänger Konrad Adenauer war ja selbst Außenminister in den ersten Jahren bis zur Souveränitätserklärung Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher. Oder hatten diese Personen es damals einfach einfacher als Außenminister zu agieren, weil die Welt noch etwas klarer portioniert war? Die hatten das nicht einfacher und die Welt war immer kompliziert und die Deutschen haben auch immer ihre nationalen Interessen verfolgt im Bündnis. Das ging mit der wirtschaftlichen Kooperation mit dem Osten schon in den letzten CDU-Regierungen los in den 60er Jahren. Das hat sich dann mit der Frage der Deutschlandpolitik unter Willy Brandt der neuen Ostpolitik wiederholt, wo es sehr große Zweifel auch von Verbündeten gab, was da denn vor sich geht, wo das Wort der Neutralität auch aufgetreten ist. Das hat sich dann durchgezogen im Prinzip bis zur deutschen Einheit im 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl, denn eben auch nicht abgesprochen war mit Verbündeten. Sowas gibt es manchmal. Die Zeiten waren stets kompliziert und es gab immer gute Außenpolitiker, die in diesen Zeiten dann auch wichtige Entscheidungen getroffen haben.
jetzt nicht nur in Bezug auf Libyen und die NATO, auch zum Beispiel, was gerade in der EU vor sich geht, die Auseinandersetzungen um den Euro, welches der richtige Weg ist. Da gibt es ja immer den Vorwurf an die Deutschen, die würden diesen Sonderweg gehen. Jetzt liest man ja auch, sie seien dazu übergegangen, ihre Interessen zu vertreten oder ihre Politik sei interessengeleitet. Wenn man jetzt mal auf die französische und die britische Außenpolitik guckt, war das ja da schon immer so gewesen. Die hatten auch nie ein großes Problem, ihre nationalen Probleme zu internationalen Problemen konvertieren zu lassen. Ändert sich da etwas gerade und ist das eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, dass auch Deutschland sagt, also wir haben auch eigene Interessen, die wollen wir jetzt auch ganz bewusst vertreten? Absolut, das ist es. Ich bin zufälligerweise nicht deutscher Europäer, sondern Staatsbürger eines kleinen Nachbarlandes, Österreich. Und natürlich schaut man als Österreich immer mit auf diesen Riesennachbarn, der einem da gegenübersteht. Ich glaube, das wird letztlich in den meisten europäischen Ländern so empfunden, dass natürlich Deutschland in eine Rolle hineinwächst. Und das ist im Grunde ein Prozess, der jetzt seit 20 Jahren stattfindet. Ich finde, dass die Deutschen, wenn man das in der Rückschau anschaut, ein tadelloses Suchen und Finden hat. Das ist ja kein linearer Prozess, bei dem man hingeht. Es gibt diesen schönen Satz, ich habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal bei Golo Mann gelesen. Deutschland hat das Problem, ich glaube, es stammt aus der Zwischenkriegszeit, dass es zu klein sei, um Europa zu dominieren und zu groß, um sich völlig unterzuordnen. Das ist ein große Staaten haben letztlich eine beschränkte Zahl von außenpolitischen Alternativen. Und ich glaube, Deutschland findet sich in diese Rolle hinein. Und manche Außenminister, wenn ich das noch sagen kann, manchen Außenminister ist es gelungen, dem jeweiligen Kanzleramt einen größeren Teil der Torte abzunehmen und weil ich Fischer, Nahost oder Steinmeier sozusagen mehr im Auswärtigen Amt zu entscheiden oder eine stärkere Größe haben. Andere haben sehr starke Kanzler. Könnte man denn dieses Zitat von Golo Mann noch abwandeln und sagen, Deutschland ist wirtschaftlich zu stark und politisch zu schwach? Und dass da das Dilemma herkommt, gerade in der Außenpolitik? Das scheint so, aber gerade da haben in der Vergangenheit auch andere Außenminister, vielleicht ansatzweise auch Kanzlerinnen und Kanzler, bei Frau Merkel nehme ich das ganz stark an, versucht aufzuholen, in dem politischen Bereich wirklich Flagge zu zeigen. Also das geht hin bis in Nischen. Da fährt die Kanzlerin mal eben 36 Stunden nach Kroatien und Serbien und benennt einfach die Bedingungen für einen Beitritt eben auch Serbiens zur Europäischen Union, was jetzt Kroatien bald hinter sich hat, und geht da ins Klein-Kleine, was eigentlich Aufgabe nach meiner Einschätzung des Außenministers wäre, der war vorher da. Also da ist natürlich hier in Berlin die Schwierigkeit, wie weit lässt Merkel andere überhaupt zu in dem Bereich? Also sie blockt auch ab, übrigens auch beim Vorgänger Frank-Walter Steinmeier, vielleicht hätte er einiges vermieden, konnte in der Großen Koalition nicht nach Syrien fahren. Das wurde ihm schlichtweg untersagt aus dem Kanzleramt. Vielleicht wäre Größeres verhütet worden, aber wollen wir nicht zu hypothetisch werden. Ist ein weiteres Dilemma oder ein Problem für Deutschland, dass man das Gefühl hat, hier, man kann es den anderen nicht recht machen. Jetzt gibt es den Vorwurf, Deutschland würde zu wenig führen in der Euro-Krise. Gleichzeitig sollen sie sich aber nirgendwo einmischen, schon gar nicht mit ihren Sparplänen und ihren Schuldenbremsen. Irgendwie sind die Signale, die dann in Deutschland auch ankommen, auch widersprüchlich, die da aus dem Ausland kommen. Ist das ein Problem auch für Deutschland, da richtig zu reagieren, weil man vielleicht von dem Land auch zu viel erwartet? Ich weiß nicht, ob man zu viel erwartet von dem Land, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die anderen EU-Länder selber wissen, was sie von Deutschland haben wollen. Und das ist das Problem. Das ist, es gibt im Englischen einen Spruch, between a rock and a hard place. Und da befindet sich meiner Meinung nach Deutschland in vielen Fragen im Moment. Weil egal, was sie tun, verlieren sie. Irgendjemand wird immer sauer sein. Und das macht das Ganze natürlich problematisch. Es ist aber, dieser Zustand ist überhaupt erst entstanden, weil Deutschland, glaube ich, von außen gesehen einfach in zu vielen kritischen Fragen komplett die Meinung verändert von einer Woche zum nächsten. Und das verwirrt natürlich die Verbündeten und die wissen dann wiederum gar nicht, was sie von Deutschland verlangen sollen oder verlangen können. Wir haben ja in dem Titel, ob sich Deutschland in der Außenpolitik vom Musterknaben zum Sorgenkind wandelt. Man könnte ja auch sagen, vielleicht versucht Deutschland erwachsen zu werden, mehr Selbstbewusstsein auch zu zeigen in der Außenpolitik, vielleicht im Moment so in der spätpubertären Phase und dann auch erwachsen zu werden. Ist das auch eine Entwicklungstendenz in der deutschen Außenpolitik, die schon unter Schröder und Fischer begonnen hat und jetzt auch von Angela Merkel
ganz gezielt weitergeführt wird? Also ich fand diese Entwicklung und dieses Bild schon unter Schröder, Fischer völlig falsch. Denn das suggeriert ja, als habe man unter Adenauer und seinen Nachfolgern keine Interessenpolitik gemacht. Wenn ich daran erinnern kann, etwa an die Wiederbewaffnung, den Beitritt zur NATO oder die EVG, Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Das war eine erste Auseinandersetzung, die geführt wurde. Und so hat sich das fortgesetzt. Und die Bundesrepublik Deutschland hat stets ihre Interessen vertreten nach außen. Und das ist auch völlig normal für Staaten. Was dann etwas aufgeblasen als der deutsche Weg von Schröder bezeichnet wurde und was dann etwa Hans-Ulrich Wehler mit dem Begriff des Wilhelminismus bezeichnet hat, nämlich dass man etwa in den Sicherheitsrat wollte, dass man eine eigenständige Außenpolitik treiben wollte. Das ist etwas gewesen, was nach dem Ost-West-Konflikt schlicht reflektierte, dass die Blöcke aufgebrochen sind. Man wusste sehr wohl, wo die Bündnispartner stehen, aber auf einmal gab es eben nicht mehr nur eine Handlungsoption, sondern es haben sich mehrere kleine Türen geöffnet. Und das ist etwas, wo man sagen muss, dass eigentlich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, also in den letzten 20 Jahren, doch die Orientierung ständig gleich geblieben ist. Deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, wie von außen das Bild entstehen soll, hier sei ein Land, das ständig die Orientierung wechselt. Sondern es ist völlig deutlich, es geht darum, den europäischen Integrationsprozess voranzutreiben. Das ist ausgesprochen schwer. Hier muss man immer wieder sozusagen auch Positionen einnehmen, die man nicht gern hätte. Das mag so aussehen, als würde man dann möglicherweise nicht mit einer Maximalposition in Gespräche gehen, die man umsetzt. Aber so funktioniert der europäische Weg. Aber da ist man in Berlin ist man letztlich kritischer als draußen. Der Spiegel hat unlängst ein Interview gedruckt mit Jewgeni Primakow, dem außenpolitischen Chefberater Putins und Medvedevs, den wir auch provokativ fragten, nun sind Sie happy, dass Deutschland hier mit Ihnen gestimmt hat? Und da lachte er ganz mit und sagte, Sie glauben doch nicht, dass wir in Triumphgeheul ausbrechen, weil Deutschland einmal anders gestimmt hat. Mit anderen Worten, wir haben gar keinen Zweifel an den Grundkoordinaten, an den außenpolitischen Grundkoordinaten. Das Gleiche, ich habe mal unsere Korrespondenten gefragt, für die Sendung kurz nochmal, hören Sie aus der arabischen Welt, das hören Sie selbst aus China, die sich natürlich auch gefreut haben. Selbst in den USA, glaube ich, ist zumindest Ihre Position nicht die einzige. Ja, vielleicht unter den Demokraten, aber ich stehe aber ja auch hier als Republican und als konservative Amerikanische und da können Sie mir nicht immer kommen und sagen, aber die Demokraten sagen dies und das. Ist ja vollkommen klar, das sind auch zwei verschiedene Positionen. Es ist nicht die Republikaner-Demokraten-Scheidelinie, ich glaube, es ist eher die Entscheider und die Pundits, wie man so schön sagt, die sozusagen interpretieren. Denn natürlich hat das ein wunderbares Drama. Deutschland verändert seinen Kurs. Das ist natürlich eine Story. Es gibt einen Minister, der unter Druck ist und vielleicht rausfliegt. Ist in Amerika passiert? Sie sagten, da sei nie ein Außenminister erniedrigt worden. Colin Powell? Also das heißt, Sie halten das auch für ein Ausweis selbstständiger und selbstbewusster Außenpolitik, was da gerade passiert. Na, das vielleicht gerade nicht. Und auch als Sie vorher sagten, gezielt, Angela Merkel geht sozusagen einen gezielten Weg, das würde ich bezweifeln. Ich glaube, es ist nur einfach ein Faktum, dass Außenpolitik so komplex und so kompliziert ist und die Findung einer Rolle in einer so komplexen Gemeinschaft wie der EU, ich könnte mir nichts wirklich Schwierigeres vorstellen. Es ist ein unglaubliches Mobile, in dem man das zusammenfinden muss. Die Grundorientierung, wie Primakow sagte, ist aber letztlich doch unbestimmt. Schlusswort. Deshalb, weil Sie wirklich also aus meiner Sicht zuzustimmen, so was Sie vorhin auch sagten, gerade als ehemaliger Nahostkorrespondent, ist es eben von Land zu Land sehr unterschiedlich, auch wenn alle Aufständischen und Rebellen etc., Freiheitskämpfer, wie immer wir sie benennen, ähnlich anmuten. Aber es ist eben unterschiedlich vorzugehen, brauchen wir uns nur vor Augen zu führen, in Syrien, in Ägypten, in Tunesien und jetzt eben auch in Libyen. Und deshalb ist vielleicht die Außenpolitik auch komplizierter geworden. Und um nochmal auf den hiesigen Minister zu kommen, der hat sich auf den Weg gemacht. Der hat ja nun vielleicht auch andere Dinge noch zu besorgen in den Konferenzen. Also der hat da schon unterschiedliche Analysen vor sich hergetragen. Und mit Blick auf Amerika hoffe ich doch wirklich, dass selbst
liebe Frau Delahaye, liebe Kollegin, die Republikaner nicht mehr erwarten, dass nun Deutschland vor lauter Dankbarkeit für 1945 in blinder Gefolgschaft alles gutheißt, was welche Außenministerin, welcher Außenminister auch immer in Washington mit und ohne Verteidigungsminister aushängen. Da müssen wir, genau, das war ein sehr guter Hinweis, vielen Dank. Wir könnten es heute sowieso nicht mehr weiter bereden. Wir sind am Ende der Sendung, nur dieser Sendung. Das ist dann quasi für die Fortsetzungsfolge zum Thema deutsche Außenpolitik. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei Phoenix.